Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hundsturz irgendwas in 7 Was? Days. Was? Aber auch sehr gut unterdrücken, finde ich. Ein Bauwerk ist kaputt. Gemacht. Hallöchen, Minas, Wodan und Spielkaiser, aka Spielkaiser. Hat der Statiker wieder zugeschlagen? Was ist hier passiert? Kannst du mir das erklären? Ich stand hier und habe hier oben angesetzt. Könnt ihr mal aufhören, da in den Überresten der Spiele rumzuhämmern und mir erklären, warum es kaputt ging? Gute Frage. Das Schöne ist, ich habe die Kisten genau richtig gesetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte jetzt, als du sagst, die Spinne bricht ein Ende der letzten Folge, habe ich gedacht, oh. Kompletter Loot drin. Ja. Sieht gut aus. Also, das ist ein Screenshot wert. Aber erklären kann man das jetzt auch nicht, wa? Nee, wegen der Statik. Du bist so weit auseinander. Bestimmt jemand, der. Ist doch gleich alles. Ja, ich weiß auch. Wie ist ja auch gleichmäßig ab, ist ja auch gleichmäßig abgebrochen. Hier ist doch, hat doch hier alles gehalten. Hier hat auch alles gehalten. Hier, Mike. Hat das was mit dem Loch zu tun? Nein. Nee, dürfte nicht. Aber mach doch einfach noch jeweils zwischen den Dinger einen Stützpfeiler so. So ein? Ja, genau, einfachen hoch und dann sollte das passen. Ich würde das Ding sowieso zumachen. Mach das Ding zu komplett. Hä? Mach das Ding zu. Dann können jetzt die Zombies nicht unten runter durchlaufen, schlagen nicht von innen gegen irgendwelche. Na, weißt toll, du? Dann ist ja nicht. Nein, kann man es als Raum nutzen hier unten. Lass uns einfach die Erde abtragen. Ah ja, komm. Einfach die Erde abtragen. Wir machen jetzt einfach eine Ebene. Hast du Bock, ne? Schippen ist dein Ding, ja. Ja, ich mach das ja schon seit ein paar Folgen. Nee, lass mal. Ich bin dafür. Ah, Mann, ich krieg da schon was hin. Lass mal Fanny machen. Zieh doch hier im Boden erstmal ein. Fang doch mal in Ruhe, okay? Oh, ja, mach mal hier dein Ding, okay? Ja, Herr Kaiser, ja? Alleine. Ja. Mann. Wir hatten was vor. Wir hatten was vor, genau. Ich mach hier noch so ein bisschen gerade. Steh hier nicht ein. Dann knallt's gleich. Da knallt's, ja. Kein Beifall. Paff, ping, ja. Aber ich wollte schon immer mal was ausprobieren. Wollt ihr euch gleich mal oben draufstellen? Was? Ob die Schaden kriegen? Weil sie, meinst du, kriegen Fallschaden? Wir gehen noch eins tiefer, oder? Wir waren noch eins tiefer. Ja, genau, hier. Genau, da ist noch so ein bisschen Rest. Scheiße, ich brauch so viel. Genau, Rodan und Jack stellen sich mal oben drauf. No. Was? No. Zieh mal den Boden unter den Füßen weg. Aua. No, moi. Ich muss was essen. Ja, essen ist eine gute Sache. Ich kann mal trinken. Was macht denn der Mais? Ich guck gleich mal. Oh ja, Brot wäre super. Insgesamt. Wir müssen das Maisfeld aber größer anlegen. Das muss oben auch nicht auf dem Dachgarten sein. Das kann ja auch weiter unten sein, ne? Das Mais wächst ja auch so. Ich muss mich mal ausziehen hier. Oh, guck mal, hier weiß auch. Wo bist du? Komm her. You can read your helm on. Yeah, genau. You can leave your helm on. Leave. Weave. Ja. Weave. Breathe. You can leave your mining helm on. Bin gleich viel besser. Da, da, da. Da, da, take off your weather coat. Take your weather. Herr Kaiser? Ja, bitte. Dein Magen knurrt, da kriege ich Angst. Ja, ich weiß, jo. Ich hab noch ein bisschen. Aber guck mal, sollten wir uns jetzt nicht an einer Ecke in den Boden bohren und von da aus das Ding abtragen? Genau, machen wir hier noch das kleine, die Ecke hier weg und dann. Ja, lass uns noch einen tiefer bauen. Um praktisch einfach gemeinsam. Also hier ist doch schon wieder eine Tante, oder? Ja, die hat geschrien. Herr Kaiser? Aber ja. Hier noch ein tiefer. Ja. Ich bin neben dir. Oh, das ist dann das hier. Hier ist eine Horde, die hier ein bisschen lang läuft. So, jetzt. Sagt mal Bescheid bitte, wenn was hier reinkommt. Hier kommt was rein. Bescheid? Zu uns? Nein. Also zu uns hier? Nein, ihr seid in Sicherheit. Gut. Ja, hey, Kaiser, du baust das eins so hoch. Ab, na egal. Eins so hoch noch? Zumindest eh nicht. Au. Au. Ja. Au. Au. Ja, du, was geht schon? Ich geh in die Hocke und dann können wir hier unten schön wegnagen, wie so ein Biber einen Baum wegnagt. Ja, wir müssen ja eh zwei tief abbauen. Nee, komm mal zu mir. Wir machen uns jetzt Platz für zwei. Mhm. Ich würde sagen, ich buddel mich gerade aus. Wir dürfen nur nicht drunter stehen. Baudel. Was? Dürfen wir nicht? An. Ich baudel. Hey. Ich mach mal Platz für zwei hier. Wie willst du das denn machen? Ja, von außen. Dann lass uns von innen nach außen buddeln oder was? Komm doch mal. Nee, von außen nach innen. Das geht schon. Du kannst von außen kannst du wunderbar abmachen. Also, was von außen ist denn los? Von außen das geht, ja. Dann hast du in der Mitte dann nur noch so ein, zwei stehen und kannst die mit der Schaufel wegmachen. Was machst du denn da? Was macht ihr da? Also willst du ein bisschen praktisch den Rand stehen lassen, dann sollte man nach innen uns reinbuddeln und nach außen wegtragen, oder? Dann steht ich würde den Rand außen weg, also wie so ein, steht ein Baumstamm vor, der von einem Biber so außenrum abgenagt wird. Dann hast du in der Mitte nachher noch einen Block. Stell dir vor,
Es ist Krieg und keiner geht hin. Genau. Wann sind Wahlen? Ist es dann noch Krieg? Aber der Trump und so. Und das ist wieder das Thema. Lieber der Gauk macht. Der hat ja jetzt frei, der kann auch mal ja. Der hat frei, genau. Mal den Präsidenten schön, machen da. Schloss Bellevue. Der Jauk, ja. Merkel vor Präsident. Okay, jetzt kommen die Hater. Ja, ja, jetzt lass es. Ich finde die Merkel gut. Jetzt habe ich verkackt. Oh, oh. Oh, Backe. Oh, Backe. Screenshot high. Screenshot high. Jeder, was hat der im Screenshot aufgenommen? Wow, Künstler. So. Lights on. Lights out. Ja, hey, Kaiser, komm mal zu mir runter. Lustig macht das Spaß. Was machst du denn da? Das ist interessant. Einfach nicken. No. Einfach von, pass auf, ich hätte gesagt, wir behüllen das Ding von innen nach außen. Oh, ich hab Zuckung. So. Alles gut? Okay. Ja, also wie wir das machen, ist egal. Das Problem ist halt, wenn du zu einseitig bist, sag ich mal. Wir machen es eh verkehrt. Dann ja, diese ganze Klopperei ist insgesamt einseitig. Ja. Kannst du was auf deine Maustaste legen, kannst sie festkleben mit Gaffertape. Ja, so wie man früher bei irgendwelchen Spielen gelaufen ist und Papierchen zwischen die Tasten kleben. Ja, ich habe früher bei Ich habe mal ein Centstück reingehauen. Ja, ich habe immer was Schweres auf meine Leertaste gelegt. Dann irgendwann mal bei welchem Spiel? Bei X. X3. Bei X. Was hat man dann gemacht? Dann ist die Zeit schneller gelaufen. Und du hast dem Spiel simuliert, dass du immer noch Tastendrücke ausüben würdest. Und dann habe ich den Rechner die ganze Nacht laufen lassen und am nächsten Tag war ich Milliardär. Das ist toll. Ernst? Das war toll. Wow. Du bist Milliardär und keiner sagt was. Echt? Könnten wir doch schon lange mal. Das ist nur Hobby hier. Das mache ich nur zum Spaß. Habe ich euch denn schon mal mein Konzept erklärt, was ich machen würde, wenn ich Millionen gewinne? Nein. Also ich finde ja, wenn man... Nach unserer Kontonummer fragen. Ja, das sowieso. Zuerst. Na gut, ich würde dich auch mal zu einer Pizza einladen. Ist ja cool. Eine Pizza? Und du musst natürlich zahlen. Es gibt eine Pizza. Eine. Eine Pizza. Müssen wir uns meine Vorstellung, wenn ich, also sagen wir mal, eine Million langt ja heutzutage nicht. Da kannst du ja eine Eigentumswohnung kaufen und dann ist auch schon bald Feierabend, ne? Ja, da musst du aber noch unterhalten. Genau, muss er noch irgendwie unterhalten. In Sulzbach. In Sulzbach. In Sulzbach ist teuer, ja. Ist teuer, ja. Sonst in der Nähe. Oder meinst du Sulzbach bei dir? Gibt's bei euch auch Sulzbach? Nee, Thomas. Ja, okay. Ich würde folgender Plan, weil man muss ja auch arbeiten, finde ich. Weil man, selbst wenn man viel Geld hat, muss man irgendwie eine Aufgabe haben, weil sonst, ne? Und also vielleicht macht das, muss so versichert sein, von daher. Macht das die Monate davor vielleicht ein bisschen Spaß? Also wenn du mal so ein halbes Jahr Auszeit nimmst oder ein Jahr, aber danach musst du dann schon irgendwie Kontakt zu der Außenwelt haben. Meine Vorstellung. Und zwar im Sommer ein Fahrradverleih. Günstig. Und zwar zu Selbstkostenpreisen. Ja? Mhm. Also einfach nicht, dass du nicht Verlust fährst, weil Verlust ist halt Kacke. Aber einfach zu Selbstkostenpreisen. Irgendwie so und dann irgendwie noch so Rabattaktionen für Schüler und Studenten die Hälfte und dann lebst du halt drauf, weil es muss irgendwie so sich minimal halten. Folgendermaßen, du reparierst selber Fahrräder und verleihst die und somit hast du Kontakt zu Menschen, die vorbeikommen, weil im Sommer schönes Wetter. Ja. Im Winter ist ein bisschen doof mit Fahrradfahren. Im Winter ein Solarium. Ah ja. Und zwar ein Solarium, weil die Leute kommen ja da an und wollen Sonne tanken. Ja. Und wenn die dann unter der Sonnenbank gelegen haben, haben sie wieder mit B getankt und sind ja latent gut drauf. Ja. Okay. Und dann kannst du mit den Leuten quatschen. Und ich meine, deine Aufgabe dort, Fahrräder reparieren, ist klar, ist was Handwerkliches. Und bei dem Solarium, was machst du da? Ein bisschen Schweiß wegwischen und ein paar Röhren tauschen. Also ich meine. Ja, Desinfizierungsmittel. Wenn man überhaupt noch was machen kann an so einem Solarium. Naja gut, die Röhren musst du schon tauschen. Die musst du ja regelmäßig austauschen wegen der. Das ist teuer. Es geht doch nicht um Kosten. Das holst du ja rein durch die. Oh Gott, eigentlich. Geht doch nicht um Fahrräder. Durch die Fahrräder holst du es. Nein, das geht doch. Das nimmst du dich ja wieder ein, wie jedes Solarium ja auch von irgendwelchen Sachen lebt. Nee, es geht einfach nur darum, dass du mit Leuten zu tun hast, weißt du? Und du hast halt Aufgaben. Was ist denn mit einem Schneemobilverleih? Wo die sozialen Kontakte nicht einschlafen. Naja, genau, so. Hast du dich von da oben gerade runter? Ist das schon der Rand? Ach, das ist schon der Rand. Nee, das ist schon der Rand, ja. Du bist hier schon. Einmal durch. Also, nehmen wir mal die Ecke hier weg. Nee, lass die Ecken da, oder? Die wolltest du da lassen? Ja, ja. Ah, jetzt habe ich. Okay, jetzt verstehe ich. Boah, die Pilze sind aber groß geworden. Nicht alle auf einmal. Das ist Mais, genau. Hä?
Ja, auf jeden Fall, das ist so mein Plan. Dann hast du soziale Kontakte und ich meine, abends schon kannst du ja zocken oder was weiß ich. Aber für einen Tag hast du zumindest eine Aufgabe, die dich mit Leuten zusammenbringt und die jetzt nicht, ne? Ich würde ein Etablissement aufmachen. Ja, ein Puff oder was? Nein, das hast du gesagt. Ein Etablissement. Ja. Meine eigene Burgerbude. Das eine Burgerbude? Da gibt's keinen Salat, nur Fleisch. Nice. Kein Salat, nur Fleisch. Das schön. Mm. So, das sieht ich schon aus. Ich habe übrigens nur einen Mais rausgekriegt aus der Scheiße hier. Ja. Hast du hätte ich den noch länger lassen müssen? Wir hätten es düngen müssen, oder? Düngen? Nee. Hast du nur die Pflanze reingesetzt oder hast du Samen? Was hast du gemacht? Hast du Samen gemacht? Echt? Hm? Aus einem Maiskolben ein. Ja, ja. Eigentlich so zwei oder so. Das ist aber übersichtlich. Das ist ja. Ich muss auch was essen. Überbelichtig. Was ist denn mit dem Spiel los? Also ich war vorhin mal kurz in meinem Singleplayer-Spiel drin, da sah es genauso aus vom Wetter her. Also diesig und die Sonne sah so komisch aus. Komplett verschiedene Kontinente. Na gut, allgemein ist das Wetter ja ein bisschen bescheidener geworden. Universen. Ne? Ich glaube, wir können jetzt schon mal zur Tat schreiten, oder? Soweit, also da kommen wir jetzt überall von außen auf jeden Fall dran. Wieso komme ich jetzt in Tools Missing Level 5, wenn ich mit der Spitze... Na, ist egal. Das ist hergestellt. Nicht. Einfach. Jetzt hätte ich beinahe hier schon einen Stützpfeiler weggenommen. Ich glaube, wir sind gleich soweit, ne? Mhm. Nee. Hier ein bisschen schöner. Also wir können jetzt rein theoretisch jeder in eine Ecke und dann, es wird sowieso... Nee, hier in der Ecke fehlt noch. In Teilen zusammenfallen. Ja, sicher? Mhm. Der Zuschauer wartet schon drauf, dass mir das Ding auf dem Kopf... Ja. Ich würde da auch gerne zugucken, also bevor ihr da... Ja, dann kommt. Wir sind jetzt soweit. Oder kommt. Pass auf, da habe ich doch... Mann. Ist doch. Eine neue Reihe hingelegt. Hat gesehen. Also Steine haben wir jetzt erstmal genug. So. Muss man gleich mal einen Rucksack bergen, wenn mir die 5 Kilo auf den Kopf fallen. Ja, der wird wahrscheinlich auch weg sein. Ah, hier drüben ist noch nicht so gut. Hast du Hunger, wo dann? Ja, ist noch nicht so gut hier. Ich bin das. Dieser Samen in deiner Hand sieht echt geschmackhaft aus. Nimm mal. Hast du was zu essen für mich? Könnt ihr mal was runterschmeißen hier? Ausgezeichnet. Oh, weg. Okay, ich hab's überlebt. Da geht's los. Hört sich ja. Ja, ganz langsam und leicht. Screenshot Action! Du baust es doch nicht ab, Mensch. Was denn? Dein Charakter. Wow. Zieht sich aber, ne? Ja, das zieht sich, ja. Jetzt überleg mal, du bist am Bedrock unten, der muss mal eben so 5000 Blöcke zusammenkrachen lassen. Viel Spaß. Da ist auch mal ein bisschen beschäftigt. Boah, na, gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Hätte ich jetzt mal. Mann, so aus, als hättet ihr das gewollt. Wenn da jetzt nicht jemand sterben würde. Ja, ich hab ein bisschen auf den Kopf gekriegt, aber... Tat's weh? Die Kapuze hat's gerettet. Nee, das ist alles gut. Wer spricht da? Oh, prima Sache, so ein Helm, ne? Jetzt hast du nur ein Cowboy drauf, der ist aber stahlverstärkt. Das sieht bei dir so geil aus. Du hast nur diese Kapuze auf und davor ist so eine schwebende Lampe, ja. Wie bei Rust mit der Kerze auf den Dingen, ne? Und tschüss. Ah. Gut, jetzt machen wir das noch schön. Glatt, würde ich sagen, oder? Den Boden genau, machen wir jetzt gerade so, dann ist ein bisschen tiefer als... Ja, passt, ist gut. Ach, das ist... Erde. Würde euch übrigens ein Poncho anziehen, ne? Sollen wir den Rest dann mit Stein auffüllen, dass das... Das ist eine egal. Homogene Masse gibt. Ne? So, weil ja, so ein Lederponcho. Ja. Ne? Oh, schon was ist das ja. Ja, das machen das schon schön gerade. Kann man die Erde so setzen? Nee, Stein musst du machen erst. Kannst du nicht einfach so setzen? Stimmt, das war mal. Ja, früher. Könnt ihr jetzt nicht rüber basteln. Ja, Problem ist, hier laufen auch keine Viecher mehr rum. Alle jammern hier. So. Ja, komm, dann machen wir hier noch Ich hab was angesetzt schon. Schon angesetzt? Ja, ein schönes Bacon Max. Oh, geil. Ja, super. Ich habe noch keine Wellness verloren. Sobald ich Wellness verliere, dann bin ich da. Aber noch halte ich mich wacker. Ich auch nicht. 0%. Ich auch nicht. Ich hatte nie Wellness. Also jetzt vom Hunger. Sonst habe ich schon Wellness verloren. Ich bin bei 70 ist doch 100%, ne? Genau. Ja, 70 ist, ja, 70% ist 100%. Absolut. Kannst du noch ein bisschen skillen und dann geht's noch besser. Absolut. So, ja, du musst den noch anmachen, du Held. Dicke? Hakt nicht, natürlich. Nein. Nee, dann war, denn ist, ja, nee, dann,
hat er am Arsch. Ich hab mal angemacht. Ah, dann hat er hier, ne? Hat er angemacht. Ich will jetzt nicht mehr sagen, weil er war Kies. Ich mach mal drin. Pappelöcke. Scheiße. Hab ich von Schröber gelernt. Ich bräuchte mal noch irgendwie eine Rutsche, Äxte und Picken hier. Da einmal die Grundausrüstung. Quasi einmal Grundausrüstung bitte zum Mitnehmen. Und Ausrüstung zum Mitnehmen. Boah, wir müssen auf Stahl kommen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Warte mal. Construction Tools 30, nur noch 10 Level. Was ist denn im Süden hier? Ist da irgendwie so eine kleine Hütte, die rumsteht aus Holz oder so, die man aufwerten könnte? Nee, war ich noch nicht. Keine Ahnung. Okay. Gehe ich da mal gucken, sobald der Boden gerade ist, weil... Du könntest doch hier, du kannst dich doch an den Dingen da verlustieren. An der Spinne? An der Spinne, ja. Verlustieren. Oh ja, dich ist geil. Du scheiß Spinne. Habe ich verlustieren gesagt? Herr Kaiser, wir müssen noch eins tiefer. Entschuldigung. Noch einer. Hier sind ja noch Maissamen. Oh ja, ich sehe es. Maissamen. Mushroom-Samen. Oh Gott, das ist ja alles voll mit Samen hier. Ist jetzt schon unter deinen Kommentaren. Hat er Samen gesagt? Ja, hat er. In einer Minute ungefähr dreimal. Geil. Kennst du ihn doch. Du musst immer noch ihn drauflegen. Ach shit, jetzt halt nicht dein Ernst. Oh, was denn? Was hast du? Nein, ich hab die Kartoffel kaputt Samen gegessen oder was? Ich hab Kartoffel kaputt gemacht. Nein. Hast du Samen rausgemacht wenigstens? Nee. Ja, eine Pflanze kaputt gemacht jetzt gerade, weil ich nochmal Mais... Wollte eigentlich Chrysanthemum zerschlagen. Chrysanthemum. Wieso ist denn auf einmal so viel Erde? Ist das alles, was hier von oben runtergerafft ist? Ist das alles, was du kannst? Verdammt nochmal. Ja, das ist wie bei allen großen Bauprojekten. Das oh, das ist toll. Die zwei Folgen können wir auch zusammenschneiden und fast vor. Was? Einfach doppelte Geschwindigkeit. Einfach die beiden Folgen zusammen, dann haben wir... Liebe Leute, bei YouTube habt ihr auch die Möglichkeit, auf halber Geschwindigkeit laufen zu lassen. Ja, das hört sich dann komisch an. Das Geilste ist bei YouTube die Übersetzerfunktion, die Untertitelfunktion. Ja. Da kommt der automatische. Da kommt der größte Scheiß raus. Ja. Das ist total witzig. Muss man so ein Schlemmer-Video damit angucken. Wo dann? Kannst du mir mal ein Ei runterschmeißen? Ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Rücken. Ey, die linke oder die rechte? Ja. Yeah. Die Mitte. Oh, ich muss jetzt mal hier raus, ich muss das anders machen. Herr Kaiser, nee. Ich komme euch wieder. Also, oh, ja, ich bin also, auch gerade schon, ich habe schon so einen Stahlkoller hier, weißt du? Auf dein Helm. Die beiden Jungs, die mit dem, oh, an, die sich jemand, an den Eiern spielen. Da kam mal runter. Die hat Aua gemacht. Hier? Ihr spielt dann euch an den Eiern. Was brauchst du denn jetzt? Eisenspitzhacke, Eisenfeuerachst? Ey, ich hab hier so eine Tante drinne. Die lag gerade schon, oh, jetzt ist mein Item kaputt hier. Ich dreh durch. Das kannst du... Schaufel. Achso. Muss mich satt. Oh, heute los. Okay, oh, die ist aber stabil. Ich muss zurück. Oh Gott. Sie ist död. Überschnitten. Lüft hier. Zwei Sandwiches. Super. Genau, komm, wir gehen mal raus und dann gucke ich mal eben kurz im Süden, ob da irgendwas ist zum Aufleveln. Im Süden. Oh, da kommen mehr hier. Irgendwie höre ich was. Nimm doch mal die Spinne jetzt. Ich nehme die Spinne. So, liebe Leute, das Loch ist fertig. Oh, hier kommen Krankenschwestern. Hier kommt eine ganze kleine Horde. Ah, da hinten ist er. Oh, hallo, hallo. Oh Gott. Doch. Eine kleine Horde. Ist auch ins Loch mit dir, Schwester. Auf zum Atem. Da war noch eine, ja? Weißt du mal, bei uns irgendwo? Ja. Scheiße, ich bin auf Trinken auf Null. Ich brauche irgendwas zu saufen. Achso, du meinst, das war eine Frage, nee. Ich bin nicht Justin Bieber, lass mich in Ruhe. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keine Pfeile und ich bin am Verdursten. Bin Justin, ich mein, lass mich Bieber. Jetzt bin ich am Verdursten, jetzt wirklich. Alter, aber davor die Folgen mal einen Turn sagen. Los mit dir. Level up. Mit mir jetzt? Was? Warum? Mit mir? Braucht mir eigentlich noch einen Beaker? Wie war denn das jetzt das Thema? Könnte ich ja nicht sagen. Ich habe gesehen, mir die Pfeile schon fast zu schade für den Vogel hier. Vogel, ja. Yeah. Sag mal, haben wir nichts zu trinken? Doch. Doch, im Feuer. Doch. Schön heiß im Sommer. Nee, nicht im Feuer. Ja. Wo? Au. Na, in der Kiste. Ich muss mal irgendwas essen. Sonst boah, ich muss in der linken Kiste da hinten haben. Ah ja, sehr gut. Alles voll mit Feuer. Lass mal die Spikes arbeiten. Through the masses. So, Bacon and Eggs gibt's hier, habe ich gehört. Was? Hier sind noch Eier und hier ist noch Fleisch. Das können wir doch auch noch ansetzen, oder? Ja, Skibrille auf, geil. So, lecker. So, ich habe noch... Da unten geht die Welt unter und hier ist was wollt ihr denn hier, Mädels und Jungs? Och, ist doch nicht wahr, ey. So ein kleiner Hüpfer überlebt er hier nicht. Gut. Hier ist nochmal einmal reparieren. So. Steak mit Bohnen.
Minias. Ich hau mir gerade die Dosen hier rein. Ei und kein Bacon dabei. Irgendeiner hat seine Spitzhacke vergessen. Ich brauche mal Stoff hier. Geronimo! Ich habe keine Pfeile, ich kann nicht. Hat jemand noch Federn oder? Ja, ich habe hier 55 Federn noch. Wir hatten noch Spitzhacke. In der ersten Kiste. In der mittleren Kiste. Ist ein Crossbow mit Pfeilen. Herr Fleischer. Göttlich. Darf ich Ihnen Ihre Spitzhacke feierlich überreichen? Bitte schön, danke schön. Wir hatten doch auch so viele. Wow, 217. I'm very proud of you. Wo sind denn die ganzen Spitzen? Was, in der mittleren Kiste, aber da war nur eine drin, oder was? Was? Eine Crossbow und in der Mitte irgendwo muss. Beide sein. Nein, Nochmal. Ich habe ja nur einen Pfeil und Bogen. Ich habe ja gar keinen Crossbow. Dann nimm doch die Crossbow, deswegen liegt sie ja drin. Da ist doch keiner mehr drin in der mittleren Kiste. Okay, dann ganz, guck mal ganz links. Ja. Beim Essen. Ach, da oben. Ja, keine Ahnung, wer die da wird vorschlagen. Wir nehmen den Spielekaiser. Was? Er ist schuld. Also, ich, ja. Also, ich bin nicht schuld. Ich vorschlagen, dass Spielekaiser ist schuld. Ich glaube, ich sterbe. Ich gehe jetzt mal kurz in den Süden, guck mal im Wald, ob da ein Häuschen ist. Du willst mich doch verarschen. Du willst das hier nicht aufwerten, wa? Wer denn? Was denn? Ich werte, ich helfe dir. Nein. Der Spielekaiser, du musst hier die Dinge aufwerten. Ja, sehr gerne. Was ist denn los? Ich habe irgendwie meinen Hammer verlegt. Der ist immer so, Mensch. Hier, warte. Warte. Wie geil. Ich hab den Hammer auf den Kopf geschmissen. Danke. Nicht tatsächlich. Boah, kommt da schon wieder so einer. Warte. Spielverderber. Ja, das ist... Boah, jawohl! Los, Anarchie da draußen, oder? Ich will. Lass mich. Yeah. Oh, Schau. Boah, ich schwitze. Sag mal, wie heißt diese Zugbrücke? Weiß das jemand? Ramp heißt sie nicht, ne? Heißt sie nicht immer mit Bridge? Warte mal, Hatch. Irgendwas mit Hatch, oder? Bridge? Nee, Drawbridge kann das sein. Draw ist gut. Bridge dabei? Nein. Reinforced Drawbridge. Ist das? Ja. Bridge? Brauchen wir ein bisschen was an Material. Ich hab kein Holz mehr. Im Baumfällen. Ach, Holzstachel, da muss ich scheiße. Der Schittebaum steht immer noch hier rum. Wo soll ich einen Stein reinhauen? Mir Latte, mittlere Kiste. Bei dir in die Kiste? In die mittlere. Oder bei dir in die Kiste? Bäume töten. Ja, dann meine ich ja. Komm ich da rüber? Nee, komm ich da niemals rüber. Doch, das schaffst du locker. Beine gebrochen. Setz mal Woodframe. In die Richtung geht's. Ja, aber ich glaube in die andere Richtung glaube ich nicht. Elon! Was? Ja. Oder Klima? Ja, Herr Fleischer mal bitte. Meine Damen und Herren, es war mir ein Vergnügen, diese Folge präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt. Toulon Wolves. Bis dahin. Tschüss. Wir sind 2-4. Tschüss. Was?